Advent, Advent, der Christbaum brennt. Ja, wer hätte das gedacht? Die Schlagzeile an diesem Adventtag, der Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Und das ist eigentlich die tollste und die beruhigendste Schlagzeile, die uns überhaupt ereilen kann. Wahrscheinlich ist der Krampus und der Nikolaus zusammen bei einem Glühwein gestanden, mit oder ohne 2G, also ohne Gehirn und ohne Gnade, weil so geht die Spaltung von der Welt weiter. Wer sich denn, ich sage mal, die Regierungserklärung bzw. die Untrittserklärung von Herrn Lauterbach angehört hat, den ist kalt über den Rücken euch und der hat es mit der Angst zu tun gekriegt, geschweige denn von einem Krampus. Aber die Zeitungen schreiben, das deutsche Volk hat sich gewünscht, das deutsche Volk hat sich gewünscht, dass der Herr Lauterbach Gesundheitsminister wird. Und der Herr Söder hat ihm zugejubelt. Und alle haben ihm zugejubelt. Und der Herr Scholz, also der neue Bundeskanzler, der hat ihn auf dem Silbertablett präsentiert, sowohl bei die, wie bei den Oscars. And the winner is. Aber ich glaube, dass der da in eine Falle tappt. Aber wie gesagt, das ist jetzt gleich mein kurzer Verstand, weil ich trau dem ganz nicht. Ein Experte, der so viel Quatsch erzählt hat, nachweislich, also das sage ich dir, bitte das selber recherchieren. Ein Experte, der so viel Quatsch erzählt hat und der jetzt die Leute aus einer Pandemie, die Welt aus einer Pandemie ausführen soll, die ja noch lange andauert. Und die ins, so sagen sie zumindest, und die vielleicht auch, wenn wir nicht alle impfen, nie aufhört, wenn so einer Minister wird, nachher gute Nacht Deutschland, gute Nacht Europa. Nein, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die Spaltung von der Welt geht weiter und unsere Kinder werden in einem Impftrauma irgendwann aufwachen. Und die Österreicher, wenn die Impfpflicht kommt, wenn eine Familie sich nicht impfen lässt, dann zahlen sie bis zu 7.000 Euro Strafe im Jahr. Und das Thema Impfpflicht ist noch vor in aller Munde und wird allerweil heißer und allerweil mehr gekaut. Und dabei geht es ja schon lange nicht mehr um die Impfpflicht. Mir geht das sowas auf die Nerven, ob eine Impfpflicht kommt oder ob eine Impfpflicht nicht kommt. Aber was drumherum passiert, sagen wir es ehrlich, ist einfach brutal. Also wenn da einer kritische Fragen stellt, dann ist er ein Verschwörungstheoretiker. Wenn einer lügt, dann ist es ein Politiker. Zum Beispiel die Ampelregierung jetzt in Deutschland. Wie hoch und heilig haben sie versprochen vor den Wahlen, in Deutschland wird es nie eine Pflichtimpfung geben. Und jetzt seien sie alle dafür, von links bis rechts, von blau bis grün, von rot bis schwarz oder so ähnlich. Und das müssen uns gar nicht einfach zu denken geben. So, ich denke mir halt, dass es schon langsam Zeit war, aufzuwachen. Aber ich weiß nicht, aber derweil beschäftigen uns ganz andere Themen. Zum Beispiel die EU beschäftigt das neue Geld. Wir können mehr die neuen Geldscheine, wir können mehr die Euroscheine sympathischer, schmackhafter, also geschmackhafter im Sinn von, dass die Leute den Euro mehr lieben, dass sie sich mehr damit identifizieren, weil nach 20 Euro ist das Geld allemal einfach ein Funktionsmittel, ein grausiges Zweckmittel. Und jetzt will die Geierweile, also die Frau Lagarde, die sagt, na, der Euro muss sympathisch werden. Und dazu werden wir ihn umgestalten. Das ist das Hauptproblem von der EU, weil auf dem Papst, der gesagt hat, EU, jetzt seid ihr endlich dran, eigentlich darüber Gedanken zu machen, wie die Bootsurlauber ein ordentliches Heimat kriegen. Aber den winken sie einfach an.
Die Staatshaushalte, die momentan oben zur Prüfung sind fast alle schon durchgewunken. Also sie machen alle keine Schulden mehr. Außer beim Staatshaushalt von Super Mario, du bist der Boss. Selben haben sie noch keine Zweifel. Sie sagen ganz höflich, weil in Super Mario darf man nicht kritisieren und so dort auch nicht schimpfen. Man sagt einfach ganz höflich, Mariole, es war schon vielleicht gut, wenn du ein bisschen weniger Schulden machen darfst. Weil die Schulden sind gleich groß wie vorher und wie allem. Aber der Super Mario, du bist der Boss. Er rettet uns. Aber die Europäer überzeugt das nicht. Und wenn das die Europäer noch nicht überzeugt, die wirklich live fürs Wohl von Europa zuständig sind und live für das Wohl arbeiten, nachher ist das einfach schlecht. Und die Zahlen müssen einfach stimmen. Weil wenn die Schulden nicht kleiner, aber feiner sein, dann ändert sich darum nichts. Aber mit den Zahlen ist das nicht so ein Problem. Das haben wir ja, das sehen wir schon seit 2 Jahren. Wir werden nochmal angeschoben, wie es braucht. Recovery und was auch immer, was es da jetzt für Pläne gibt. Oder zum Beispiel auch der Herr Söder. Er hat ja seine Pressekonferenzen mit Infizierten und Inzidenzen und was auch immer als umgespielt. Und jetzt kommt man drauf, er hat da gelogen. Er hat da schlichtweg einfach nicht die Wahrheit gesagt. Ob jetzt ihm das passiert ist, hell kann keiner mehr sagen. Hell ist ja auch gleich. Wichtig ist, dass die Menschen Angst haben und dass die Keile zwischen den Menschen nur größer werden, dass man ihnen Angst macht und dass man, wenn nicht geimpft wird, Weihnachten auf dem Spiel steht und so weiter und so weiter. Stolz seien wir aber darüber, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln gestern super kontrolliert worden ist und dass schon Strafen ausgestellt worden wären. Aber wir sind nicht in Stand zu kontrollieren, dass tagsüber in einem Zug eine Frau vergewaltigt wird und dass die Täter nachher noch ganz locker ummarschieren können. Ja Leute, wie lange müssen wir denn noch zuschauen? Wann will man denn endlich aufwachen? Wir freuen uns, dass wir grinnen, dass wir Strophen ausstellen, wenn ein Mensch im ersten Tag ohne Grimmpass fährt und gleichzeitig passiert es, dass in einem öffentlichen Zug tagsüber Frauen vergewaltigt werden. Ja, wie tief müssen wir noch sinken? Aber das ist alles kein Problem. Das sind einfach Kollateralschäden. Da ist mir eingefallen, wie ist jetzt das, wenn jemand nicht boostert? Gilt er noch als nicht geimpft? Oder gilt er als Impfverfallener? Oder gilt er als Abfälliger? Oder als Aus? Oder, na, das müssen wir jemand erklären. Vielleicht habe ich da zu wenig nachgelesen. Und apropos nachlesen, gestern ist in das Frankfurter Allgemeine eine wunderschöne Seite über Südtirol. Und ich empfehle einfach die Zeitung einzukaufen, weil Südtirol hilft und erwartet die Welle. Da wird eben auch darauf hingegangen, wie gut Südtirol gerichtet ist und dass sie am bayerischen Patient aufgenommen haben und der Covid-Manager Mark Kaufmann wird interviewt und eben da steht zum Beispiel ganz dramatisch, im Krankenhaus von Bozen gibt es saubere Korridore, wie die Schilder ausweisen und solche, die das nicht sind. Mit sauber sind die vor Corona freien Bereiche gemeint, in den anderen ist das Virus anwesend, das die Welt in Atem hält. Was es anrichten kann, ist auf der Intensivstation zu besichtigen. Vergraben unter Schläuchen, Kathetern und Kabeln führen dort die Koma-Patienten ihren stillen Kampf. Große Bildschirme mit bunten Zahlen und Linien für die Werte von Blut, Druck, Sauerstoffsättigung oder Herzrhythmus begutachten den Verlauf. Aufgehängte Beutel verabreichen die Infusionen, die Beatmungsgeräte pumpen Sauerstoff. Und daneben ein Bild von
von Weihnachtsmarkt und ein bisschen eben, wieso es die, ja, na eben, dass die Intensivbetten aufgebaut worden sind und dass eben, dass man froh ist in Bayern, dass die Südtiroler Bauern aufgenommen haben. Auch ein Patient aus Bayern ist unter den Corona-Schwerkranken auf der Intensivstation des Bozner Krankenhauses. Lest den Kommentar durch. Es ist, natürlich wird er Lenz Hauptmann interviewt und natürlich wird er darauf eingegangen, wieso die Südtiroler so viel wenig geimpft sind, wissen wir ja als. Und weil es in Südtirol so viel wenig geimpft sind und weil es so viel blöde und dumme Impfgegner gibt, hat es jetzt in Bozen an ja, ist das da, wo sich da viele Leute einen Flashmob geben, wo sogar der Bürgermeister Karamaske dabei ist, neu wir pro Wachs. Also jetzt will man es dir no Wachs endlich sagen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Und jetzt protestieren wir mal. Weil jetzt wird geimpft, auf Teufel kommt auch, Krampus kommt aus und dann ist endlich a Ruhe. Die Demarkationslinie wird alleweil breiter und alleweil mehr Leute fallen. Und dann gibt es da eine kleine Polemik. Das erste Mal, dass die Bozner instand sind, eine Weihnachtslotterie zu machen, nachdem es alle Dörfler rundum schon 20 Jahre lang machen. Jetzt haben die als Hauptpreis an so einen Porsche unter dem Weihnachtsbaum. Und der Porsche unter dem Weihnachtsbaum, der stößt viele einfach auf, weil man hat zumindest kein Elektroauto unter dem Weihnachtsbaum stellen. Aber kommen wir ganz schnell noch zu den wichtigsten Schlagzeilen. Da bin ich schon wieder viel zu lang. Dolomiten. 2G-Pflicht für Eintritt in Bars und Gaststätten. So verlief der erste Tag. Ganz super. Impfpflicht. Jetzt wird es auch bei Kitas, Tagesmüttern und Co. kritisch. Warum denn kritisch? Das ist wohl höchst an der Zeit. Jo, kann man mal denn noch hin? Neue Rekordzahl an Super Green Pässen. Noch im Innenteil ein bisschen die Ungelobung von österreichischen Kanzler, die ja einen Verschleiß haben, wie dort zumal Italien einen Verschleiß gehabt hat. Kanzler macht Dialogansage. EU-Dokument anachronistisch. Papst nimmt EU in die Pflicht. Und in Deutschland die Ampel springt auf Grün. Vom Corona-Mahner zum Bekämpfer zum Minister. Das Porträt von Herrn Lauterbach. Studie gegen Hass im Netz ist Empathie am besten. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber wie gesagt, das muss ich nicht verstehen. Tagesmütter und Elkis, Personalengpass in Sicht, glaube ich nicht. Proben von Chören und Musikkapellen, Achammer für 2G-Regel. Vergessen wir die 2G, die sollten aufhören zu singen, überhaupt zu Weihnachten. Ich meine, da braucht ja nicht gesungen werden, es ist alles umsonst. Die ganze Kultur an Volkslied und an Gesang und an Chöre und Kapellen in Südtirol, das ist eigentlich Zeit, dass das ist anachronistisch, das brauchen wir alles nimmer. Deswegen weg damit. 6 Corona-Todesopfer an einem Tag. Und dann gibt es da so ein paar Interviews. Die anderen sitzen eben im Freien. Also die Leute seien wirklich froh, dass es die 2G-Regel gibt. Und Südtiroler Eis für Dubai, selfreit in am meisten. Also nicht Gelate, sondern wirklich Eis für den Eislaufplatz. Im Alto Adige, Bolzano, Rapita, dai Murales, unter Anführungszeichen. Ora rischiamo l'arancione. Ich wünsche mir das schon lange. So ein richtiges Krampusrad, ein Weihnachtsrad, das wünsche ich mir für Südtirol. Nicht gelb und orange. Und das sind einfach schiere Farben und die haben einfach keine Wirkkraft und keine Strahlkraft. Aber das Rad selber hat einfach eine Kraft. L'Italia va con il Superpass. Und Effetto vaccino sui ricoveri in crescita, ma meno critici. Das habe ich verstanden. Und eben auch übers Südtiroler Eis. Und damit lassen wir es auch schon. Können wir noch ganz kurz, wirklich sehr kurz, weil ich weiß, ich bin halb lang, aber es gibt noch einfach sehr viel zu sagen. Und deswegen vertut mir die noch. Auf jeden Fall, die neue Südtiroler Tageszeitung macht auf
Das gespaltene Dorf, Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen, Leute, die aus dem Staat austreten wollen und die Rathäuser stürmen. Die Pandemie hat in zahlreichen Dörfern des Landes eine Parallelwelt entstehen lassen. Das Fallbeispiel Geis. So sieht es in unseren Spitälern aus. Noch im Innenteil eben ganz viel und ausführlich, wie es eben zugeht. Noch der Bericht über die zwei Welten in Geis. Das 3G-Chaos. Beim Schülertransport und die Sklavenmerit. Deswegen, es darf auch mal eine AG geben, da hört es wirklich aus. Nur zum hunderttausendsten Mal die Litanei und das Evangelium, das Moderna besser schützt, obwohl sie irgendwann einmal eine Meldung ist gleich. Moderna ist einfach nur zu Hauf da und Moderna muss einfach beim Boostern verspritzt werden. Das ist ja alles gleich. Wichtig ist, dass BioNTech und Pfizer und wie sie da heißen, im Kasten die Impfdosen haben und am neuen basteln und nachher wird es als super geregelt. Nachher in der Tageszeitung, in der neuen Süddeutschen Tageszeitung zum ersten Mal ein ausführlicher über den Blackout, also Kochen ohne Strom, Bedrohung oder Hysterie. Ganz interessant. Und leih ganz kurz noch die italienischen Tageszeitungen und das kann, schaut das so aus, als ob sie voneinander angeschrieben hatten, La Repubblica, il sindacato sfida Draghi. La Stampa, il sindacato sfida Draghi. Sciopero. Was das jetzt bedeutet, das überlasse ich eng. Il Fatto Quotidiano, Omicron, 10 Milliarden ai soci di Big Pharma, Verschwörungstheorie. Nicht glauben, die machen das um einen Poppenstiel, die machen das um ein Lebkuchenherzl. Die Big Pharma ist so menschlich, dass sie der ganzen Welt und auch die armen Länder, die wir so bemitleiden, die schicken da Weihnachtskonvoi an Impfdosen euch und damit ist es. Einfach eine Verschwörungstheorie, dass die da praktisch auch Geld machen will. Il resto del Carlino. Sciopero di CGIL will contra Draghi. Ich ermahne dich, Super Mario. Du bist der Boss. Und was kann ich denn Schönes erzählen zum Abschluss? Genau, morgen ist Feiertag und wir freuen uns. Und in dem Sinn, lass dein Kleines rausbringen. Bleib stark, bleib wachsam und macht's gut.